Jessica spielt ihre Rolle aber schon verdammt gut. Helena hat ihr immerhin auch geglaubt. Ja, aber die Polizei, das sind Profis. Du, wenn die merken, dass da irgendwas nicht sauber ist, dann haben Tristan und Jessica ganz schnell ein Problem. Ja. Vielleicht gibt's da sowas wie Gerechtigkeit. Der alte Bock ist völlig verrückt nach Lisbeth. Man muss nicht mal sonderlich sensibel sein, um das mitzukriegen. Gott, nochmal, ich frag mich, wie du auf die Idee kommen konntest, dass er sich ausgerechnet in dich verliebt. Sag mir nicht, dass... Du bist doch nicht in ihn... Ansgar, ich weiß auch nicht, wie. Jetzt steht meine Mutter hier vor mir wie ein verknallter Teenager? Ich hab's mir doch nicht ausgesucht. Ja, das wäre auch noch schöner. Was denn, bist du mir jetzt völlig verfallen? Nein, natürlich nicht. Ehrlich gesagt, frage ich mich gerade, auf wessen Seite du wohl stehst. Na, du siehst ja wahrscheinlich ohnehin nur noch rote Rosen. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin doch deine Mutter. Nimm die Sache selbst in die Hand. Ja, nicht besonders groß, aber fürs Erste reicht es. Hoffentlich. Und du hast natürlich dein eigenes Zimmer. Wenn ich diese Kerze nicht vergessen hätte... Matthias, es ist gut. Nein, ist es nicht. Ich hätte... Hanno? Hey, schön, dass du wieder da bist. Ist mal wieder typisch, dass mir keiner Bescheid gibt. Ich glaube, wir sind alle etwas überrascht. Ganz schöner Schock. Was? Na komm, setz dich, Hanno. Willst du einen Tee? Ja, ich glaube, eine Tasse Tee, das wäre jetzt ganz gut. Was ist das? Ist das? Da fährt man um die halbe Welt. Denkt auch schon mal über sein Leben nach und alles, was davon übrig ist. Nach Hause kommt, passt in einen kleinen Karton. Tut mir leid, ich muss los. Lass dich von mir nicht aufhalten. Gott, unglaublich. Naja. Lange wird diese Brut hier ohnehin nicht mehr ihr Unwesen treiben. Hast du was gesagt? Ich hab dir gar nicht zugehört. Meine Reise nach Patagonien war sehr aufschlussreich. Ach, du warst in Patagonien? Was machst du in Südamerika? Wurde das Flugzeug entführt? Ich habe einen Cristobal Cuevas getroffen. Ich nehme an, du kennst ihn. Sehr interessanter Mann, der Herr Gefängnisdirektor. Ja, sehr interessant. Schön, dass du das genauso siehst. Dann freust du dich doch bestimmt genau wie ich darüber, dass er bald nach Düsseldorf kommen wird. Bei der Gelegenheit kann ich gleich deine Familie darüber aufklären, warum du damals in Südamerika wirklich verurteilt wurdest. Wegen eines Mordes. Aber damit erzählst du nichts Neues. Und damit du es gleich weißt, ich bin unschuldig. Ich war es nicht. Natürlich. Und du hast sicherlich einen triftigen Grund dafür, einen Mord zu gestehen, den du gar nicht begangen hast. Sag mal, was willst du? Das kannst du dir doch denken, oder? Ich weiß alles, Ludwig. Entweder du überschreibst mir bis morgen Mittag deine Anteile an der Holding oder deine liebe Kinderschar erfährt die ganze schreckliche Wahrheit über ihren Vater.
Hiermit bekenne ich, Ludwig von Lahnstein, mich des Mordes schuldig in der Nacht von... Er ist ein Mann, du bist eine Frau, er mag dich, er fühlt sich dir verpflichtet. Welche bessere Grundlage könnte es geben für eine ausgesprochen lukrative Liaison? Es mag ja sein, dass er ein Faible für reifere Damen hat, aber kleiner Tipp, sein Typ ist blond. Ehrlich gesagt frage ich mich gerade, auf wessen Seite du wohl stehst. Was tuschelt ihr? Nichts Besonderes. 1000 Fotos von einer Reise und keines von zu Hause. Aber eine gute Nachricht haben wir für dich, Arno. Ah, ihr wollt heiraten. Wollen? Wir müssen... Matthias! Du bist schwanger. Ich habe mir schon überlegt, ein paar Funde wird sie zugenommen haben, aber zu fragen habe ich mich nicht getraut. Herzlichen Glückwunsch. Das ist total unfair. Ich muss doch eigentlich total glücklich sein, dass du nach all den Jahren wieder zu Hause bist. Andi? Ich würde Düsseldorf am liebsten sofort verlassen. Das kenne ich. Am liebsten würde man einfach wegrennen. Du kennst das? Ja, sehr gut sogar. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Also bei dir? Du bist traurig, das ist nicht in Ordnung. Was soll ich denn machen? Ich kann ihn einfach nicht vergessen. Und es passt einfach nicht zu ihm, dass er... Aber spricht alles gegen ihn. Also ich muss ihn mir endlich aus dem Kopf schlagen, irgendwie. Also pass auf, du fliegst doch jetzt nach Vietnam zu den Ausgrabungen. Das ist die beste Gelegenheit, um einen freien Kopf zu bekommen. Von wegen. Ich habe gerade von meinem Professor erfahren, dass er das ganze Projekt nach hinten verschoben hat. Das war's dann erstmal mit der schnellen Ablenkung. Wie soll ich mich denn ablenken, wenn ich den ganzen Tag an diese Scheiße erinnert werde? Wo wir gerade von Scheiße sprechen. So, meinst du? Zwei Gläser Champagner. Andi, genießt du deine letzten Stunden in Freiheit? Du, vielleicht sollten wir doch lieber woanders hingehen. Hey, keine Sorge, solange ich beide bin, pack dich das Drecksschwein nicht mehr an. Andi! Oh, warum machst du das? Hey, oh, hey, warum gehst du so durcheinander? Hey. Macht das hier Spaß, dass es mir so richtig beschissen geht, ja? Das. Komm schon, wir gehen. Bevor uns dieser Bauarbeiter weitere Einblick in seine Fäkalsprache gewährt. Was ist kleines Grafenwürstchen? Ich prügel die Wahrheit noch aus dir raus. Wie? Das bringt doch nichts. Tu dir keinen Zwang an. Ich fahre gleich in die Holding. Soll ich sie mitnehmen? Nein, danke. Ich brauche noch ein bisschen. Gut. Bis später dann. Bis später. Tja, ich muss sagen, ohne die gute Lisbeth ist so ein Frühstück doch nur das halbe Vergnügen. Ich empfehle mich. Du siehst wirklich etwas mitgenommen aus. Ist dir unser Ausritt etwa nicht bekommen? Doch, doch, er war sehr schön. Maria. Weißt du, was Ansgar über mich in Patagonien herausbekommen hat? Ludwig, sei mir nicht böse, aber
Ich bin außerstande, mich zwischen dir und Ansgar zu entscheiden. Du würdest es mir aber sagen. Er ist mein Sohn. Bitte, halt mich da raus. Natürlich. Entschuldige, lass uns nicht mehr drüber reden. Ich sehe schon, Charlie. Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Na, bei dir schon. Wie geht's dir denn damit? Oh, bitte, Charlie. Behandel du mich nicht auch noch wie ein rohes Ei. Matthias und Nathalie zu Hause tun das schon zur Genüge. Dann musstest du dich zu mir retten, ja? Möchtest du frühstücken? Ja, gerne. Ich bin gleich verabredet. Ach, davor hätte ich noch so gerne was über deine Reise gehört. Wie war's denn? Hattest du interessante Begegnungen? Also einsam war ich nicht immer, Charlie, wenn du das meinst. Aha. Hallo, Charlie. Oh, hallo, Andi. Andi, mein Junge, komm her. Anders, super sehen Sie aus. Das hat mir schon lange niemand mehr gesagt. Aber doch nur, weil du immer umwerfend aussiehst. Hm? Und Herr Brandner, danke nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Obwohl das Ganze... Stopp, Andi. Ich möchte über das Haus nichts mehr hören. Klar? Außerdem ist es selbstverständlich, dass ich komme nach dem, was ich von David gestern über dich gehört habe. So ein Blödsinn. Ich traue dir einiges zu. Mädchen vergewaltigen nicht. Vielen Dank auch dafür. Zurzeit kann ich nämlich echt ein bisschen Unterstützung gut gebrauchen. Guten Morgen. Hallo, Papa. Guten Morgen, ihr zwei. Morgen. Na, Helena, wie geht's? Ich habe die halbe Nacht wachgelegen und... Und einen Entschluss gefasst. Woher weißt du das? Ich bin dein Zwillingsbruder, ich weiß alles. Ja, jedenfalls habe ich einen Entschluss gefasst und gerade mit Herrn Krüger vom Auktionshaus telefoniert. Ach ja? Ja, und Elisabeth hatte mir ja erzählt, dass sie eine Aushilfe fürs Archiv suchen. Und gegen eine Doktorandin hatten sie nichts einzuwenden. Das ist ja wunderbar. Wann fängst du an? Heute Vormittag schon. Dann bist du wenigstens vor Andis Wutausbrüchen sicher. Was für Wutausbrüche? Ist ja auch voll... Andi ist gestern tatsächlich auf Jessica losgegangen. Ist ja gut jetzt. Kann mal bitte das Thema wechseln. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Wie es aussieht, kann ich dir ja doch vertrauen. Das hatte ich dir bereits gesagt. Vorsichtshalber habe ich mal lieber vorgesorgt. Dein weiblicher Charme hat Ludwig geradewegs in Lisbeths Arme getrieben. Danke, dass du mich daran erinnerst. Hm. Mach dir nichts draus, unser Plan funktioniert auch so. Welcher Plan? Wenn Ludwig Dreck am Stecken hat, wovon ich fest ausgehe, bin ich ab heute Mittag Haupteigner der Lahnstein Holding. Ich dachte, du hast in Patagonien keine Beweise gefunden. Hm. Darum geht's nicht. Was zählt, ist, dass Ludwig glaubt, ich hätte was gefunden. Ja, wenn die Bank nicht mitspielt, dann können wir den Quartalsverlust nur durch das Abstoßen einiger Aktien abfedern. Oder sehen Sie das anders? Ludwig. Ja. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte... Was ist mit Ihnen los? Sie wirken so unkonzentriert. Entschuldigung, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber wir haben in dieser Woche einige weitreichende Entscheidungen für die Zukunft der Holding zu treffen. Ja. Die Zukunft der Holding. Diesbezüglich wird es möglicherweise einige Änderungen geben. Ja, sag ich. Dann sprechen wir noch vom Geschäft. Ansgar erpresst mich. Er will, dass ich ihm meine Anteile überschreibe. Was? Natürlich wird er drauf eingehen. Er denkt doch, ich habe ihn in der Hand. Und wehe, du wirst weich und verrätst irgendwas. Keine Sorge. Gegen sie in der Hand hat.
Nein, nicht direkt. Er sagt nur, er kennt die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit? Also, wenn Sie mich fragen, er blöfft. Ich kenne Ansgar schon lange und Sie sind, weiß Gott, nicht der Erste, den er erpresst. Und wenn er was wüsste, dann würde er gleich damit herausrücken und sich nicht mit irgendwelchen kryptischen Andeutungen aufhalten. Egal, was Sie getan haben, egal, was er von Ihnen verlangt, gehen Sie nicht darauf ein. Dieser Tristan scheint dich ja regelrecht provozieren zu wollen. Geh ihm in Zukunft einfach aus dem Weg. Ja, Arno hat recht. Das nächste Mal fackelt er nicht lange und ruckzuck hast du eine Anzeige am Hals. Das macht dich für die Polizei nicht glaubwürdiger. Anzeige wegen Vergewaltigung. Das ist kein Pappenstiel. Da versteht die Polizei keinen Spaß. Und deshalb Kopf hoch, Andi. Die kriegen ganz schnell raus, wer hier lügt. Wenn Helen nur das auch mal rauskriegen würde. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du die mal aus dem Kopf kriegen könntest. Andi, es tut mir so leid, dass ich dir nicht sofort geglaubt habe. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe dich so vermisst. Helen! Guten Tag. Hey, Andi. Andi, alles in Ordnung mit dir? Ja, ich dachte nur gerade, dass da... Oh je, du brauchst wirklich dringend Ablenkung. Und wenn ich noch Fragen habe, kann ich mich dann an Sie wenden? Aber gerne, jederzeit. Danke. Und danke für die nette Einweisung. Gern geschehen. Im Schneiders. Arno, es gibt Neuigkeiten. Ich sehe schon. Mein Hemd hat ein neues Muster. Oh ja, das ist vorhin passiert, als... Als wir die Nachricht bekommen haben. Pass auf. Die Versicherung. Sie will den Brandschaden übernehmen. Zumindest einen Teil davon. Arno, damit sind wir aus dem Schneider. Ich dachte schon, die wollen überhaupt nicht bezahlen. Und pass auf. Jetzt kommt es. Entschuldigung. Das hier könnte unser neues Zuhause werden. Ja, wir spielen mit dem Gedanken, uns ein Ökohaus zu kaufen. Und all das, was hier grün einmarkiert ist, das ist dein neues Reich. Schau mal, hier wäre dein Bad und direkt nebendran dein Schlafzimmer und hier dein Büro. Guck mal, wie groß das ist. Und da planen wir deinen Hobbyraum, wenn du dich dann irgendwann mal zur Ruhe setzen möchtest. Zur Ruhe setzen? Ja, irgendwann mal später. Ja. Sag mal, Arno, freust du dich denn gar nicht? Doch, ich finde es großartig, dass ihr mich... in eure Pläne so einbezieht. Wirklich, so großzügig. Hobbyraum. Ich verstehe, du willst wahrscheinlich selber bestimmen, wo die Zimmer hinkommen. Das war kein Problem da. Der Plan ist nicht in Stein gemeißelt. Nein, der Plan ist großartig. Ja. Nur nicht meiner. Mein Plan ist ein kompletter Neustart. Ein Neustart? Als erstes werde ich mir eine eigene Bleibe suchen. Und, ich werde wieder studieren. Ich werde mein Architekturstudium von früher wieder aufnehmen.
Sehr hübsch, wertvoll? Oh mein Gott, natürlich ist die wertvoll. Was erschreckst du mich denn so? Entschuldigung, ist mir nichts passiert. Kommst du überhaupt hier rein? Frau Neumann war so nett, mir einen Besuch rausweise auszustellen. Alter Schwerenöter. Ha, ha. Die Skulptur ist ein seltenes Exemplar aus der Antike. Privater Sammler hat sie vor 50 Jahren gekauft und sie seiner Frau zum ersten Hochzeitstag gekauft. Und dann hat er seiner Frau mit der Skulptur als Wunsch entschieden. Träumst du noch von Frau Neumann? Sehr witzig. Dass ich alles um mich herum vergesse, ist ja normal, aber das interessiert dich doch gar nicht. Wieso? Quatsch. Wir sind doch Zwillinge. Ich fühle genauso wie du. Dann fühlst du bestimmt noch meinen Mordshunger. Schneiders? Auf geht's. Ah, Ludwig. Na, packst du schon deine Sachen? Ich war nicht ganz untätig. Verträge, Übernahmepapiere. Ich habe alles für die Überschreibung der Holding vorbereitet. Du musst nur noch unterschreiben. Ach, Ansgar. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich auf deinen lächerlichen Erpressungsversuch einlasse. Senor Cuevas wird sicherlich... Senor Cuevas, na und? Vielleicht hast du ihn wirklich getroffen. Möglicherweise kommt er auch nach Düsseldorf. Und dann? Du bluffst. Bist du dir das sicher? Da lass ich's mal drauf ankommen. Helena, ich weiß, du willst das jetzt nicht hören, aber... Dein Bruder versucht mit allen Mitteln, uns auseinanderzubringen. Bitte nur einen Moment. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich eine Frau vergewaltigen könnte. Glaubst du das wirklich? Kannst du sie endlich mal in Ruhe lassen? Wir beide gehören doch zusammen. Sag mal, merkst du eigentlich nicht, was du ihr antust? Frag doch mal deinen Bruder, was er Jessica gegeben hat, damit sie so einen Blödsinn erzählt. Vielleicht ist er dann ausnahmsweise mal ehrlich. Hau endlich ab. Ich liebe dich. Und ich werde auch beweisen, dass ich unschuldig bin.